Hallo zusammen, wir sind jetzt hier gerade in Tanglewood. Wir brauchen EMF, ein Ghost Event und wir müssen ihn einmal abwehren. Die Tür wurde schon zu früh aufgemacht, deshalb hüpfen wir jetzt direkt rein. Und der Breaker ist im Keller, das heißt, da werde ich mich schon mal direkt hinbegeben. Schade, kein Versteck hier. Immer nebenbei hier nach den Knochen. Oh. Der Geist ist wahrscheinlich im Foyer, weil er gerade meine Kerze ausgepustet hat. Jetzt machen wir erstmal den Breaker an, dass wir auch die Temperaturen hochkriegen, damit wir den besser finden können. Und wir gucken noch kurz nach dem Knochen zu Ende, weil wir wissen schon mal, wo der Geist ist. Wir brauchen jetzt nur noch den Knochen, was meistens der schwerere Teil ist. Der Geist macht sich irgendwie immer bemerkbar, aber der Knochen... Ah, in der Küche, okay. Ja. Jetzt wird es natürlich etwas dauern, bis wir die ganzen Items drinne haben, weil wir haben die nicht alle jetzt hier vorne liegen, wie wir es eigentlich sonst immer machen. Und ja, hoffentlich kriegen wir die schnell genug, weil ich habe das gerne, dass ich immer das packe, was ich gerade brauche. Er war jetzt gerade an der Tür, deshalb nehme ich direkt mal EMF und für Fingerprints die UV-Lampe mit. Nachher hole ich das Thermo, um zu gucken, wo er wirklich genau ist. Er könnte auch in einem der Zimmer hier sein. So, welche Tür hast du angefasst? Welche Tür? Okay. Ich habe schon wieder eine Tür gehört. Moment, ist er vielleicht hier in dem Utility-Bereich? Okay, noch keine Fingerabdrücke. Normaler EMF-Ausschlag. So, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir einen Kruzi, ein Thermo und noch ein Kruzi. Thermo, um zu gucken, wo der Geist ist. Kruzi, um den Raum dann anschließend abzusichern, falls es doch ein Early Hunter ist. Das heißt, er ist gerade eben zu mir gewurmt und hat mir hier wohl die Kerze ausgepustet, hier im Eingangsbereich. Aber sein eigentlicher Geisterraum ist hier irgendwo. Ist er schon wieder hier drin? Ja, hier drin ist es kalt. Er ist schon wieder hier, wie der letzte Geist. So, Raum ist abgesichert. Die Sensoren müssen noch da rein. Hier, pack die Sensoren mal da rein. Ich hole mehr Sachen. Am besten ist es da immer, einen Sensor direkt im Raum zu haben. Dann sieht man ihn da rumlaufen. Und dann einen Sensor da an der Küche irgendwo und an der Garage einen. Dann sieht man es auch, wenn er da mal rausläuft aus dem Raum. So, jetzt bringe ich noch ein zweites Set hiervon rein, für die andere Seite zum Beobachten. Jetzt ist es natürlich schwer, Fotos zu machen, weil wir immer ewig hin und her laufen müssen. Deshalb machen wir immer die Vorbereitung, dann kann man nämlich schön gemütlich die Fotos immer machen. Show us, give us a sign. Are you here? Where are you? Show us.
So, was brauchen wir denn noch? Wir nehmen noch eine Kamera mit, noch ein Parabol. Brauchen wir das überhaupt? Eigentlich nicht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Wie sind die Sensoren? Okay, hier muss noch einer an die Küche. Der hat mir gerade ins Parabol geflüstert, als ich es weggeworfen habe. Where are you? Are you here? Are you close? Okay, wir haben Spirit Box. Wo sind denn hier die ganzen Sensoren? Das ist was redundant. So, jetzt sind die Sensoren richtig. Okay, wir haben bis jetzt nur die Spirit Box. Ich glaube, Fingerabdrücke haben wir nicht. Der hat den Breaker ausgemacht. Er ist in Salz getreten, kein Wave. Er ist kein Gin. Nee, bis jetzt noch nicht. Ich kann aber noch mal kurz gucken, wo ist das Thermo, wenn ich das mal finden würde. Ja, dann stell dich mal hier in den Raum und guck mal. Das klang jetzt gerade ein bisschen komisch mit der Tür. Obwohl, ja, es kann kein Jurel sein. Wir gucken, haben die Fotos alle gezählt? Hey, bis jetzt haben alle Fotos gezählt. Cool. Nee, es friert nicht. Wir müssen gleich mal gucken wegen Dots und so weiter. Ist der noch in einem anderen? Nee, da hinten die Salzhaufen, der wird ja wohl nicht reintreten, außer er läuft dahin. Hast du ein Foto gemacht? Ne? Das eine hier, wo die Kamera drin liegt, das habe ich schon gemacht. Also kein Gin, kein Wave. Wir haben Spirit Box. Onryo können wir testen, die Ohren. Mehr. Wo ist der Lichtschalter? Hier. Mehr kann man mal zwischendurch testen. Okay, dann lass uns mal kurz zum Truck gehen und mal kurz auf den Kameras gucken, ob wir Dots oder so sehen. Ah, der Gorio ist zum Glück raus. Haben wir hier noch ein Versteck? Nee, leider nicht. Das ist scheiße. Was ist hier? Hier haben wir ein Versteck. Schön. Lass ich dem mal zwei Kerzen hier. Ah, ist doch noch in eins reingelatscht. Cool. Das ist schon wieder der Breaker. Den könnt ihr übrigens auch fotografieren, wenn ihr schnell genug seid. Das ist ja gerade passiert. Ihr habt 20 Sekunden habt ihr Zeit, um den wieder einzuschalten oder um das Foto zu machen. Und ja, so wie jetzt zum Beispiel, ganz frisch, könnt ihr direkt wieder hinlaufen und sofort wieder machen. So, und ich brauche auf jeden Fall mehr Smudge-Sticks. So, dann beobachten wir mal vom Truck, was wir da so sehen können. Okay, er hat jetzt gehuntet. Ich muss mal die Sanity angucken. Die war auf
Okay, meine ist runtergerasselt, das ist ein Moroi. Weil er hat mir auf der Box geantwortet und auf dem Parabol, der hat mich verflucht. Wir brauchen noch ein Ghost-Event. Ja, warte, jetzt muss ich erstmal ein paar Items rüberbringen. Sorry Leute, das ist jetzt vielleicht was langweilig. Ich muss jetzt kurz hier ein bisschen was vorbereiten. Immerhin wissen wir schon mal, welcher Geist das ist. Aber ich brauche auf jeden Fall meine Smudgies und ich brauche einen Sensor, damit ich ihn nachher schön sehe. Also der klang jetzt gerade auch ein bisschen langsam. Wie hoch war die Durchschnitts-Sanity, als der Hand anfing? Ungefähr bei 50. 50? Ja. Okay, ja, dann ist es ein Moroi, weil der klang ein bisschen langsam gerade eben. Also bei Moroi hängt es von der Sanity ab, wie schnell oder stark er wird. Und ja, es kann sein, dass er jetzt gleich eben mega schnell ist. Ich mache jetzt hier einen Sensor hin. Dann sehe ich es, wenn er kommt. Und dann kann ich ihn abwärmen. Sei vorsichtig, der huntet jeden Moment. Hier links ist ein Versteck. Hier links. Da, da ist Versteck. Geh da lieber hin. Der huntet nämlich gleich bestimmt wieder. Oder er verbraucht gerade die Kruzis. Eins von beiden. Weil ich höre das EMF. Also ihr seht ja, man kann auch mit einem Beweis einen Geist rausfinden. Ich weiß gar nicht, was der Moroi sonst noch für Beweise hätte. Der hätte noch Ghost Riding und Freezing. Also schreibt er wahrscheinlich... Vielleicht hat er gerade ins Buch geschrieben. Das kann auch sein. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, was ich jetzt hier mache. Macht das bitte nicht nach. Kruzifix ist angeknabbert. Die Bücher sind aber noch leer, was sehr komisch ist. Aber vielleicht ist er auch nur zu faul. Aber wie ihr seht, beide Kruzifixe einmal schön angenagt. Der hat jetzt Bock, weil meine Sanity, die wird auch nicht mehr hochgehen, weil den Moroi-Fluch, den kann man sich eigentlich nur heilen, indem man Sanity-Pill nimmt. Aber da wir ja mit 25 starten, müssen wir immer gleich zwei am Anfang nehmen. Wir haben also keine mehr. Oh, er hat die Fernbedienung geworfen. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir warten auf den nächsten Hand. Das eine Kruzifix ist durch. Jetzt schmeißt er in der Küche was. Ich gehe mal auf Abstand. Hier kann man sich übrigens auch verstecken, auch wenn es blockiert ist. Und er hat den Breaker gekillt, war ja klar. Aber es ist ja hell genug hier. Okay, jetzt warten wir auf den Hand. Ja, der räumt gerade in der Küche noch kurz auf. Ich glaube, er ist gleich bei uns. Ja, der Geist hat gesagt, er räumt kurz die Küche auf. Der ist gleich bei uns. Da geht's los. Jetzt hör mal, wie schnell der ist. Der, das ist nicht schnell genug für einen Moroi. Das war viel zu langsam. Würde ich auch sagen, ja. Das war viel zu langsam für einen Moroi bei unserer Sanity. Mhm. Komisch. Also es ist doch kein Moroi. Aber wo ist dann meine Sanity hin? Versuchen wir nochmal die Box. Where are you? Are you here? Are you close? Da sind keine Fingerabdrücke. Das EMF hier, das ist auf 2. Kein Buch. Shit, das war ein Ghost-Event. Ich dachte, das wäre ein Hand. Wo habe ich denn die anderen Smudgies?
Jetzt war er aber schneller, oder? Ja, nicht viel. Aber ein bisschen schneller, ne? Liegt da noch ein Smudge-Stick rum? Ja, ah, perfekt, ich hab ihn. Jetzt war er aber schneller, ne? Ein bisschen. Okay, wir müssen gleich mal im Truck gucken. Wir bleiben noch für einen Hand und müssen hören, ob er jetzt noch schneller wird gleich oder ob er wieder langsamer wird. Weil wenn er wieder langsamer wird, dann ist es ein Twin. Und wenn er jetzt noch schneller wird, also noch mehr flitzt als gerade eben, dann ist es ein Morhoi. Übrigens, hier wo ich bin, hier könnt ihr euch auch verstecken, auch wenn es blockiert ist. So, warten wir mal auf den nächsten Hand. Ach, der Breaker ist schon wieder aus. Ja, Twins sind noch drin. Könnte Twins sein. Wir müssen mal hinhören, wenn der jetzt langsamer wird. Okay, keine Hand. Kann man immer am Lichtschalter testen. Wir warten jetzt noch, bis sie nochmal huntet. Manchmal muss man ein bisschen geduldig sein in dem Spiel. Ja, sie macht ja gerade was, nur sie huntet eben nicht. Die Tür ist auf. Das heißt, wir werden die Tür zu knallen hören, wenn sie anfängt zu handeln. Also die Eingangstür. Noch handelt sie nicht. Na komm, Geist, hante nochmal. Ich muss hören, wie schnell du bist. Hunters! Jetzt fummelt die da an den Türen rum. Lass die Türen in Ruhe und greif an! Hunters! Come on, don't be a coward. Was ist mit der los? Hat die keinen Bock mehr? Ist die jetzt auch in den Keller gegangen wie der andere zum Schlafen? Bestimmt. Oder sitzt da am Schaukelsturm. Komisch, die huntet einfach nicht. Wir müssen mal nachher. Na super, ein Ghost Event vor dir. Also lass bloß deine Tür zu, die fängt da gleich an zu hunten. Hallo. Die steht genau vor deinem Schrank. Und singt da schön. Na toll. Sei leise, sie huntet gleich bestimmt. Nein? Immer noch nicht. Was ist denn da los, Mensch? Hat die keinen Bock? Tja, Leute, das ist der Lichtschalter-Simulator hier. Ich weiß nicht, was mit dem Geist auf einmal los ist. Die ist von allen guten Geistern verlassen. Jetzt fummelt sie wieder an der Tür rum. Bleib mal im Schrank hocken und hör mal, ob sie schneller oder langsamer ist. Okay, unsere Sanity von uns beiden ist komplett am Arsch. Warum huntet sie nicht? Okay, ah, ich kann das Theater auf der Kamera theoretisch sehen. Ich weiß nicht, ob das eine eben ein EMF-5 war. Ich versuche mal von hier ein bisschen zu horchen, ob ich die Schritte höre.
klingt mega schnell, ist glaube ich ein Moray. Ich höre leider nicht so viel. Hast du überlebt? Ja. Lebst du noch? War die mega schnell oder habe ich mich verhört? Nee, die war viel schneller wie eben. Die war richtig Flitzmeister, ne? Genau. Okay, ja, dann komm, dann kannst du rauskommen. Dann lass uns mal gehen, dann ist es doch ein Moray. Hier ist der Ausgang. Die rastet gerade total aus. Okay. Ich glaube, die klang total schnell, oder meine ich das nur? Ja, aber auch so, ja. Okay, komisch, dass sie nicht ins Buch geschrieben hat. Dann ist es tatsächlich ein Moray. Also dann war die erste Vermutung doch richtig. Ja, die Bücher kann man auch leider hier jetzt nicht so gut sehen auf den Kameras. Wo sind die andere Kamera hell? Okay. Ja, ich kann das Buch da jetzt nicht sehen, aber ich denke mal, das ist ein Moray, weil ein Moray hat, glaube ich, Gefrieren und Buch oder sowas. Hat Spiritbox, Buch und Gefrieren. Und ja, ich glaube, die hat einfach nur keinen Bock gehabt zu schreiben. Also die war jetzt nicht so schnell wie beim Hunt davor, sondern die war jetzt viel schneller, ne? Ja, doch, das ist so einfach. Ja, das stimmt. Okay. Ja, die anderen Geister, zum Beispiel, wir konnten ja anhand der Geschwindigkeit, konnten wir zum Beispiel, also wegen dem Salz konnten wir Wraith ausschließen und wegen dem Licht einschalten mehr. Und den Djinn wegen dem Strom, weil sie ihn ausgemacht hat. Und weil sie ja so langsam am Anfang war, konnte ich die anderen Geister auch alle ausschließen. Also Spirit, Wraith, Poltergeist, Yokai, Onryo, Deochen waren alle raus. Somit blieb nur noch Moray, The Twins und Mimic. Und für Mimic guckt man ja immer gerne nach den Orbis, aber da sind ja auch keine Orbis. Und sie ist ja immer schneller geworden. Bei Twins wäre es jetzt gewesen, sie wäre entweder nochmal so schnell gewesen wie beim Hunt davor oder etwas langsamer. Und das war ja nicht der Fall, ne? Sie ist nicht langsamer gewesen, die war noch schneller, ne? Eben, die wurde immer schneller, von Mal zu Ja, Mal. also der Moray, je weniger Sanity die Gruppe hat, desto schneller wird er. Beim ersten Hunt hatten wir ja, glaube ich, 50% oder sowas ungefähr, da war er langsamer. Und ja, jetzt mit null ist er natürlich richtig am Flitzen. Genau, ja. Okay, hast Moray eingetragen? Habe ich, ja. Müsste ein Perfect Game sein, dann Abfahrt. Dann mal schauen, was wir jetzt kassieren können. Ja, und wir hatten Welcome recht. back. I've got some jobs ready for you. Ich war am Anfang was unsicher, weil manchmal können es auch die Twins sein. Da muss man aufpassen. Oh mein Gott, wir haben den Knochen nicht. Ach, oh, kein perfektes Game. Wie haben wir den Knochen nicht gefunden? Hast du den Nee, nicht aufgehoben? Ich dachte, wir hatten den Knochen. Ich dachte, du hättest den. Ach, scheiße. War der nicht in der Küche? Ja, ich habe dir auch gesagt, du sollst das Foto machen und den aufheben. Ach, stimmt. Ich habe in der Küche keinen Knochen gesehen. Ich schwör's dir. Ach Wo Mann. war der denn da? Sag mal, wo war der denn? Ja, diese mittlere Küchenzeile auf der Seite, wo der Kühlschrank ist, da war der. Ah, ich habe nicht gesehen. Ich habe Auf alles dem abgesucht. So Boden. ein Mist. Auf dem Boden? Ne, im Boden war bei mir gar nichts. Auf dem Boden habe ich gründlich abgesucht. Komisch. Ich wusste, Schade, wie kein war Perfect das? Game. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch Nein. gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.